Besinnliche Weihnachten? Keineswegs. Stattdessen Konsum und Hektik. Fahrradbotinnen und Paketzusteller wissen das nur zu gut. In der Weihnachtszeit liefern sie unter enormem Stress Waren aller Art. Weihnachten 2020 war die meisten Pakete habe geliefert. Das war pro Tag 220 Pakete geliefert pro Tag. Hunderttausende Menschen in Österreich arbeiten unter widrigen Bedingungen und ständigem Druck. Und trotzdem leben sie und ihre Familien an der Armutsgrenze. Sie sind working poor. Rund 1,3 Millionen Menschen in Österreich sind armutsgefährdet. Viele ausgebeutet. Frühmorgens in Wien. Ein Logistikzentrum des Online-Multis Amazon. Jeden Tag müssen tausende Pakete an Kundinnen und Kunden ausgeliefert werden, die Waren im Internet bestellt haben. Im Jahr 2020 hat der Syrer Fadi als Zusteller begonnen, beschäftigt bei einer Subfirma. In Wien, es war einfach Katastrophe, weil ich habe begonnen um 10 Uhr bis 23 Uhr in der Nacht, weil wegen die schwere Parkplätze zu finden, die Kunden sind nicht zu Hause, die Nachbarn wollen die Pakete nicht nehmen, viele Probleme gehabt in die Zeit. Weiße Minivans, das Symbol für die Paketzustellung. Die übernimmt allerdings nicht Amazon selbst, sondern Subfirmen. Oder Subfirmen von Subfirmen. Allein in Österreich sollen es Hunderte sein. Was wir gefunden haben, und das fand ich besonders erschreckend, nämlich die Tatsache, dass die Fahrer so unter Druck sind, dass sie nicht einmal ihre körperlichen Grundbedürfnisse befriedigen können. Also sprich zum Beispiel in Wasserflaschen urinieren müssen. Und das sagt man immer mit Blick auf die USA. Na gut, dort gibt es halt keine Arbeitnehmerrechte in dem Sinne, keinen Arbeitnehmerschutz und so weiter. Bei uns kann das nicht passieren. Und de facto ist es so, dass das auch in Österreich vorkommt. 2021 hat Judith Kohlenberger eine Studie zu den Arbeitsbedingungen von Paketzustellern bei Amazon-Subfirmen durchgeführt. Die Studie wurde von Amazon heftig kritisiert. Zu wenige Lieferanten seien befragt worden. Was wir wahrgenommen haben, ist, dass das ganze System sehr stark auf regelmäßig anfallenden Überstunden beruht. Also im Grunde ist es so, dass jeder Fahrer ständig mehr arbeiten muss, als eigentlich vorgesehen wäre. Sonst würde das System gar nicht funktionieren. Und da zeigte sich aber häufig, dass die Überstunden nicht richtig dokumentiert wurden vom Subunternehmen und vor allem häufig auch nicht ausgezahlt wurden. Beim Subfirma, ich habe nie einen Überstunden bekommen. Egal, ob ich arbeite 10 Stunden oder 12 Stunden oder 8 Stunden, ist egal. Mehr als 2000 Euro bleibt die Subfirma schuldig, erzählt Fadi. Sich zu beschweren, wagt er nicht. Das System Amazon. Nachts bereiten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tausende Pakete in Logistikzentren vor. Tagsüber werden die Pakete mithilfe einer Navigations-App an die Kunden geliefert. Ein wichtiger Punkt wäre aus meiner Sicht, dass auch der Erstauftraggeber, das heißt in dem Fall Amazon, haftet für das Vorenthalten von Löhnen, also Lohndiebstahl, für das Vorenthalten von Überstunden, die nicht ausgezahlt werden, oder auch Sozialversicherungsbeiträge. Das ist derzeit noch ein rechtliches Schlupfloch, weil Amazon als Erstauftraggeber gar nicht belangt werden kann. Im ersten Monat wird Fadi noch korrekt bezahlt. Doch in den folgenden ändert sich das. Er selbst weiß nicht immer genau, was legal ist und was nicht. Nach bestimmter Zeit, den Arbeitgeber hat erklärt, er gibt mir einen Teil Bargeld schwarz und einen Teil auf dem Konto. Zum Beispiel einmal, wir haben getroffen bei einem Mechaniker. Er hat mir einen Teil Geld gegeben. Manchmal auch, er ruft mir an, er kommt bei mir neben der Wohnung im Auto, wir sitzen und er gibt mir das Geld auch.
2020 führt die Finanzpolizei Hausdurchsuchungen bei Amazon durch. Aufgrund arbeitsrechtlicher Vergehen werden Strafen verhängt. Belangt werden die Subfirmen, nicht Erstauftraggeber Amazon. Spätere Kontrollen hätten weniger Beanstandungen zutage gefördert, hält Amazon in einer Stellungnahme fest. Fadi kündigt, als er merkt, dass er hintergangen wurde. In die ganze Zeit habe ich geglaubt, bin ich Vollzeit angestellt, aber dann habe ich bemerkt, ich bin Greenfuge angestellt. Das war ganz anderes, was wir haben besprochen mit den Arbeitgebern. Zum Umgang mit Subfirmen betont Amazon in einer schriftlichen Reaktion gegenüber dem ORF. Unsere Lieferpartner verpflichten sich vertraglich, die geltenden Gesetze insbesondere im Hinblick auf Löhne, Sozialabgaben und Arbeitszeiten einzuhalten. Wir überprüfen sie regelmäßig. Fadis ehemalige Firma bestreitet alle Vorwürfe. Finanzielle Belange habe allein der Steuerberater verantwortet. Fadi hofft, 2023 die österreichische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Bei Menschen, die Asyl oder subsidiären Schutz erhalten haben, hängt der Zugang zur österreichischen Staatsbürgerschaft auch von der Höhe des Einkommens ab, nämlich über Jahre hinweg. Man muss ein entsprechendes Einkommen nachweisen können, um dann überhaupt nach entsprechender Aufenthaltsdauer auch diese Einbürgerung zu beantragen. Ende Oktober 2022 in Wien. Protest von rund 100 Fahrradboten, fast ausschließlich Männer. Sie fordern mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen. Ich fahre um 11 Uhr bis 2021 und mehr als 100 Kilometer. Ich arbeite beim Meam in der Woche mehr als 70 Stunden. Wir fahren im Restaurant und nach Konde 120 Kilometer, 100 Kilometer. So, wir fahren jeden Tag. Ich habe das Fahrrad gemietet und ich bezahle im Monat 150 Euro. Noch vor Jahren klassischer Studierendenjob sind heute überdurchschnittlich viele Geflüchtete unter den Essenszustellern. Die meisten aus Afghanistan, aus Syrien oder aus dem Irak. Wir haben eine migrantisch geprägte Service Class, eigentlich eine migrantische Form der Unterschichtung, wo haushaltsnahe Tätigkeiten der weißen autochthonen Mittelschicht eben an migrantische Arbeitskräfte ausgelagert werden. Über 90% der rund 2500 Miam Rider, wie sich die Fahrer und Fahrerinnen selbst nennen, sind sogenannte freie Dienstnehmer. Sie müssen selbst Steuern abführen. Sie haben keinen Betriebsrat. Den gibt's nur für die 10% Fixangestellten. Trotzdem unterstützt er den Streik der Freien. Als Betriebsrätin bin ich zuständig für die echten Dienstnehmer. Die haben mich gewählt. Also die werden pro Stunde bezahlt, haben fixe Arbeitszeiten. Die Angestellten werden vergleichsweise besser entlohnt. Laut Kollektivvertrag mit rund 1.600 Euro brutto pro Monat. Und die anderen sind freie Dienstnehmer. Und der Kollektivvertrag für Fahrradboten, den wir mittlerweile verhandelt haben, der gilt nicht für die freien Dienstnehmer. Während der Lohn für die echten Dienstnehmer also immer steigt, mit jedem Jahr, wo wir neu verhandeln, bleiben die freien Dienstnehmer auf der Strecke. Freie Dienstnehmer erhalten wochentags pro Auftrag 4 Euro brutto. Krankengeld bekommen sie erst ab dem vierten Tag. Dann aber nur 50% des Durchschnittsverdienstes der letzten 3 Monate. In einer schriftlichen Stellungnahme betont Niam: Wir garantieren freien Dienstnehmern 2 Bestellungen pro Stunde. Und Miam kündigt für Anfang 2023 ein verbessertes Bezahlmodell für die freien Dienstnehmer an. Der Miam-Betriebsrat hatte sich beim Vorgänger Foodora im Jahr 2017 gegründet. Damals, als wir den Betriebsrat gegründet haben, hat die Geschäftsführung gemeint, aber wir sind doch ein Tech-Unternehmen, das passt doch nicht in unser Geschäftsmodell. Der Konzern hinter Miam, also Delivery Hero, sieht sich selbst eigentlich als Tech-Unternehmen, weil er produziert ja diese App, mit der wir arbeiten.
Die Handy-App zeichnet Wege, Bestellungen und Bezahlung auf. Und die Fahrer können mit der App überwacht werden. Der Arbeitgeber kennt ihren Standort und meldet sich, falls sie nicht die schnellste und kürzeste Route zum Kunden wählen. Ein Job unter Kontrolle und Dauerstress. Kontakte zu anderen Ridern sind eher selten, denn der Konkurrenzdruck ist groß. Die Voraussetzung für eine Organisation von Interessen ist die soziale Nähe, die Interaktion. Und typischerweise ist bei diesen Niedriglohnjobs die Vereinzelung ein markantes Merkmal. Rund 4.500 Essenslieferanten auf zwei Rädern gibt es in ganz Österreich. Ein Streik, wie im Herbst 2022 in Wien, war bislang die große Ausnahme. Egal, ob ich jetzt als Erntehelfer herkomme oder als 24-Stunden-Pflegerin, ich kann die Sprache meistens nur unzulänglich. Ich lebe und arbeite völlig isoliert. Isoliert und vereinzelt, in Folientunneln wie diesen. So arbeiten auch viele der rund 15.000 Menschen aus Osteuropa in Österreichs Landwirtschaft. Etwa im Seewinkel im Burgenland. 12-Stunden-Tage sind gesetzlich möglich. Und diese Möglichkeit wird intensiv genutzt. Gleichzeitig sind die Kollektivverträge in dieser Branche sehr niedrig. Beschwerden über Ausbeutung gibt es immer wieder. Die Gewerkschaft kennt das Problem und informiert Arbeiter und Arbeiterinnen im Burgenland auch in ungarischer Sprache. Jóna podkívánok. Grüß Gott. Hallo, grüß Gott. Jóna podkívánok. Beszél magyarul? Nicht verstehen Deutsch. Deutsch? Na, nichts. Englisch? Do you speak English? Yes. Where are you from? Bulgaria. Laut Kollektivvertrag bekommen Erntearbeiterinnen im Burgenland pro Stunde rund 8,50 Euro brutto. Wann haben Sie begonnen? Vor einem Monat. Letztes Jahr habe ich in einem benachbarten Dorf gearbeitet. Wie viele Stunden am Tag? 9-10 Stunden ungefähr. 6 Tage Arbeit, 1 Tag Pause. Für eine Vollzeitstelle schreibt der Kollektivvertrag für das Burgenland rund 1.250 Euro netto vor. Für EU-Bürger aus Osteuropa mit niedrigem Einkommensniveau noch immer viel mehr als in ihren Heimatländern. Die Bezahlung ist gut. In Bulgarien eine Katastrophe. Aber hier ist es in Ordnung. Die tausenden billigen Arbeitskräfte sorgen dafür, dass günstiges Obst und Gemüse in heimischen Supermarktregalen landet. Doch die Missstände bleiben. Mhm. Diese Menschen arbeiten nicht nur in Vollzeit, sie machen auch Überstunden. 6 Tage Woche machen sie ganz bestimmt, wenn nicht 7. Täglich arbeiten sie, nehme ich an, 10-11 Stunden. Aber wenn wir vor Ort sind, dann geben sie das nicht zu, natürlich, weil sie Angst um den Job haben. Sie kommen aus Ungarn, Rumänien, Bulgarien, der Slowakei oder der Ukraine und werden nicht selten am Arbeitsort in Massenquartieren untergebracht. Es kommt vor, dass ganze Familien in Österreich arbeiten, also die Eltern arbeiten da und nehmen den Sohn oder die Tochter mit. Vom Alter her alle. Die Arbeitgeber im Burgenland sind österreichische Firmen. Es gibt einige Arbeitskräfteüberlasser, die ungarisch sind, ungarische Firmen. Und die werden von den österreichischen Firmen manchmal beauftragt. Und die wollen die Leute aus anderen Ländern nach Österreich. Von den Schattenseiten der Branche kann Esther erzählen.
Die frühere Supermarktmitarbeiterin kommt auf einen österreichischen Biohof. Bei dieser Firma habe ich 2018 begonnen. Mir wurde gesagt, dass ich 6 Euro pro Stunde verdienen werde. Dass die Arbeitszeiten von 6 Uhr in der Früh bis 4:30 Uhr abends sein werden. Ich habe nie einen Vertrag bekommen, nichts unterschrieben, keiner von uns. Es wurde alles nur mündlich abgemacht. Pflanzen, jäten, ernten, verpacken. Anfangs für 6 Euro Stundenlohn, später 6,50 Euro. Der Biobauer zahlt unter Kollektivvertrag. Nur geleistete Stunden werden bezahlt. Bei Krankheit gibt es kein Geld, berichtet Esther. Die Überstunden haben wir zwar aufgeschrieben, aber sie wurden genauso mit 6 Euro pro Stunde bezahlt. In Kleinbussen werden Esther und ihre rund 15 ungarischen Arbeitskolleginnen täglich ins südliche Niederösterreich gebracht. Wir mussten mit den Bussen von dem Vorarbeiter mitfahren. Täglich für 6 bis 9 Euro, abhängig von der Entfernung. Es gab einen Fahrer in jedem Bus. Mit ihm sind wir hin- und zurückgefahren. Im Juni 2022 kündigt Esther. Sie wendet sich an den ÖGB, will ihren Lohn nachträglich einklagen. Ich war körperlich erledigt. Es war genug. Der ORF konfrontierte den Unternehmer schriftlich mit den konkreten Vorwürfen. Da keine Antwort kam, folgten telefonische Kontaktversuche ebenso vergeblich. Auf seiner Homepage wirbt der Landwirt mit 2 Bio-Zertifikaten. Esther wartet bis heute auf ihr Geld. Das arbeitsrechtliche Verfahren ist nach wie vor anhängig. Die Arbeitgeber mögen uns natürlich nicht. Sie haben Angst, dass wir von der Arbeitsinspektion oder von der Finanzpolizei kommen und irgendwelche Strafen austeilen werden. Das tun wir natürlich nicht. Wir möchten die Leute nur informieren. Wer nichts zu verbergen hat, der braucht keine Angst haben. Ein Waldgebiet südlich der Drau. In der Nähe der Grenze zu Slowenien. Die Arbeit im Wald ist gefährlich. Rund ein Drittel der tödlichen Arbeitsunfälle in Österreich sind Forstunfälle. Die Arbeitsinspektion aus Klagenfurt hat sich angesagt. So. Begrüße. Maika, Arbeitsinspektion. Sepo, Arbeitsinspektion. Servus. Wie ist dein Name? Alexa. Genehmigungen und Maschinen werden überprüft. Alexa. Und eine Handy-App für Unfälle. Wie oft hast du das schon benutzt? Oder? Letzte Zeit nie. Wie lange ist her, letzte Mal, diese? Wo ein Unfall war bei dir? Du eine Rettung? Ich keine Unfall. Keine Unfall. Okay. Unfälle gibt es viele im Wald. Im Forstgewerbe sind es zwischen 2017 und 2021 rund 3000. 30 davon endeten tödlich. Bei Forstarbeiten sind Unfälle meistens schwerwiegend bis tödlich. In meiner Laufbahn bei der Arbeitsinspektion werde ich sicher schon zwischen 30 und 35 Tote im Forst erlebt haben. Auffällig viele der Verunglückten kommen aus Rumänien, wie Alexa und seine beiden Arbeitskollegen weiter unten im Wald. Alexas Arbeitskollegen, 2 Brüder, übernehmen den gefährlichsten Teil der Arbeit, das Fällen der Bäume. Achtung!
Der Kollektivvertrag für Waldarbeiter sieht einen Stundenlohn von rund 10 Euro brutto vor. Was ihnen arbeitsrechtlich zusteht, wissen sie selten. Deutsch können die rumänischen Arbeiter meist nicht. Ihr Kärntner Arbeitgeber gibt an, regelmäßig Sicherheitsunterweisungen durchzuführen. Wir haben leider fast keine einheimischen Forstarbeiter mehr. Wir müssen da auf ausländische Forstarbeiter zurückgreifen. Vor vielen Jahren waren es noch die Bosnier. Heute hat sich das verlagert, auch durch die Firmenpolitik wahrscheinlich von großen Schlägerungsunternehmen. Heute sind es überwiegend Rumänen. Poienile de Submunte, ein Ort im Nordwesten Rumäniens, eines der waldreichsten Gebiete des Landes. Für die Menschen des Dorfes an der Grenze zur Ukraine sind Wald und Landwirtschaft seit jeher Lebensgrundlage. Ich habe in der Vergangenheit von mehreren Forstunfällen gehört. Es gab Tote und Menschen, die arbeitsunfähig wurden, wegen der Arbeit in Österreich und in Deutschland. In den letzten Jahren in den Schlagzeilen ein österreichisches Holzunternehmen, das in Rumänien tätig ist. Der Vorwurf: illegale Waldrodungen. Diesen Verdacht hat nun auch die Anti-Mafia-Behörde Rumäniens. Diese hat heute Vormittag Razzien bei mehreren Firmensitzen Schweighofers in Rumänien durchgeführt. Sie werfen dem Unternehmen vor, mit der Holzmafia unter einer Decke zu stecken, die sich seit Jahren mit illegalen Holzschlägerungen bereichert. Nach den illegalen Waldrodungen und den Skandalen gibt es hier weniger Arbeit. Als Gemeinde können wir den Menschen nicht das bieten, was sie wollen. Sie wollen einige Monate im Jahr im Ausland arbeiten. Sie sind zufriedener mit dem, was man dort verdient. Von den rund 10.000 Einwohnern und Einwohnerinnen des Ortes verdienen gut ein Drittel ihr Geld im Ausland. In Spanien, Italien, Deutschland oder Österreich. Der durchschnittliche Bruttomonatsverdienst beträgt in Rumänien rund 950 Euro. Bedeutend weniger als in Österreich. Unseren Schätzungen nach arbeiten über 100 Männer unseres Dorfes in Österreich oder in Deutschland im Wald. Wir machen uns auf die Suche nach Hinterbliebenen von den Österreich Verunglückten. Seit 2017 sind mindestens 15 rumänische Forstarbeiter in österreichischen Wäldern gestorben. Zurück bleiben Witwen und Kinder. Im Ort sprechen wir mit weiteren Betroffenen. Dorfbewohner bestätigen, dass ihre Angehörigen in Österreich gestorben sind. Ein Interview geben wollen sie aber nicht. Sehr wahrscheinlich wird von rumänischen und österreichischen Firmen versucht, das Schweigen der Hinterbliebenen zu erkaufen. Entweder wird ihnen Geld angeboten oder es gibt andere Deals. Im Detail kann ich es nicht sagen, aber höchstwahrscheinlich geschieht genau das. Die Mehrheit der Menschen, die zum Arbeiten weggegangen sind, will einfach mehr Geld verdienen. Durch Arbeit und Anstrengung. Sie sind nicht nur gegangen, um in Österreich oder Deutschland zu sein. Sie wollen, dass es ihren Familien so gut wie möglich geht. Sie gehen nicht aus Spaß, sie müssen gehen.
Aus Afghanistan nach Österreich gekommen ist Adil. Ich arbeite hier seit einem Jahr. Ich kriege 50 bis 60 Euro am Tag für 10 bis 12 Stunden pro Tag. Seit Herbst 2021 fährt der vierfache Familienvater in Wien. Bis zu 7 Tage die Woche mit der grünen Arbeitskleidung der Zustellfirma Mjam. Normalerweise fahre ich 80 bis 120 Kilometer am Tag. Es ist ein gefährlicher Job. In der Hierarchie bei Mjam ist Adil ganz unten. Oben eine kleine Gruppe Festangestellter. Darunter freie Dienstnehmer. Das sind über 90% der Rider bei Mjam. Jene ganz unten wie Adil und Kollegen sind Asylwerber. Sie dürfen nicht arbeiten, aber ein Gewerbe anmelden, das dürfen sie schon. Die Regelung in Österreich ist so, dass Asylwerbende selbstständig tätig sein dürfen, einerseits in gewissen Mangelberufen, das ändert sich immer nach der Mangelberufsliste, aber sie dürfen zum Beispiel auch in der Prostitution tätig sein. Und das ist einfach sehr schwierig dann, weil das sind eigentlich genau die Branchen, wo die Menschen ganz besonders schnell auch in ausbeuterische Arbeitsverhältnisse geraten. Nur als Gewerbetreibender kann Adil für eine Subfirma von Mjam arbeiten. Ich habe meine eigene Firma mit einem Gewerbeschein. Mit der Subfirma habe ich einen Vertrag. Eine Rechnung für Juni 2022 zeigt, dass Asylwerber Adil für 212 Lieferungen 1060 Euro verdient hat. 5 Euro pro Lieferung brutto. Davon abziehen muss er Steuern und Krankenversicherung. Ein Leben in Armut. I have nothing in my pocket. Nothing is left. Ich habe mir nichts weggespart, gar nichts. Wenn ich mein Geld kriege, muss ich einen Teil für die Miete nehmen und für die Krankenversicherung. Weil wir Menschen eben krank werden, wenn wir hart arbeiten. Medikamente muss ich bezahlen, alles. Wien-Floridsdorf, Standort von Cheetah Logistik. Jene Firma, für die Adil arbeitet. Sie hat von Mjam Teile des Geschäftsgebietes übernommen. Welche genau, will die Firma nicht nennen. Wegen großer Distanzen ist Adils Einsatzgebiet bei Ridern unbeliebt. Pro Stunde schafft Adil meist 2 Bestellungen und verdient nur 10 Euro brutto. Cheetah Logistik bestätigt, dass Asylwerber für die Firma arbeiten. Mjam jedoch schreibt, dass Cheetah Logistik kein Vertragspartner ist. Warum Adil trotzdem mit Mjam Arbeitskleidung fährt? Wohl, weil Cheetah Logistik nicht direkt von Mjam, sondern von einem Mjam-Subunternehmer beauftragt wurde. Undurchsichtige Konstruktionen für Konsumenten und Arbeitnehmer. Ah. 2020 berichtet die Zeit im Bild über ein neues Unternehmen in Wiener Neudorf. Binnen 6 Wochen haben Palmers und Lenzing die neue Firma Hygiene Austria in Wiener Neudorf hochgezogen. Im Vollbetrieb sollen hier 100 Menschen arbeiten und auch nach der Corona-Zeit weiterhin Schutzmasken produzieren. In der Pandemie hat es natürlich Bereiche gegeben, die neu waren, wo man schnell Personal haben musste und hier auch schnell reagieren musste und da gefordert war, diese Hundertschaften von Mitarbeitern für diese neuen Bereiche auch zu generieren. Millionen Masken pro Monat produziert Hygiene Austria ab dem Frühjahr 2020. Dafür beauftragt der Maskenhersteller 2 Leiharbeitsfirmen. Sie sollen mit Hilfe weiterer Unternehmen rasch Personal heranschaffen. Der Iraki Laith ist einer von ihnen. Sie haben gezählt pro Stunde 8 Euro. Wenn man geht in die Arbeit, bekommt man Geld. Wenn man durch irgendeinen Grund, zum Beispiel er ist krank oder er hat überhaupt keinen Dienstplan bekommen, dann kriegt er man kein Geld. Ich habe einmal per Hand bekommen, einmal auf meinem Konto und viele andere kriegen sie auch per Hand, direkt im Büro. Das war schon schwarz. Und alles, was die, zum Beispiel, ich war am Anfang geringfügig oder dann später Teilzeit, aber ich habe mehr gearbeitet. Was ich gearbeitet habe,
also richtig 20 Stunden zahlen sie per auf Konto und der restliche zahlen sie per Hand. Ein Interviewer hat uns berichtet, dass als er das erste Mal in die Halle der Hygiene Austria hineingegangen ist, er sich eigentlich wieder im Irak gefühlt hat. Und hat dann natürlich auf das angespielt, wie kann es sein, dass in einem Land wie Österreich solche Zustände herrschen. In drei Schichten Arbeit rund um die Uhr. Arbeitnehmer werden zum Teil unter Kollektivvertrag bezahlt. Oder die Subunternehmer bleiben Lohn ganz schuldig. Wenn es irgendein Arbeiter fehlt, die sagen, na, einer von euch muss da bleiben. Und die Arbeiter müssen dann entscheiden, wer bleiben kann. Dann in diesem Fall macht der Arbeiter macht dann zwei Schichts nach dem anderen. In diesen Hallen der Hygiene Austria wurde die ständige Erwartung an die Leiharbeiter gerichtet, über ihre körperlichen Grenzen hinaus zu arbeiten. Einmal war ein Mädchen war schon droben, sie wurde schon verletzt und ich glaube, ein Teil von Finger wurde schon ausgeschnitten wegen diesen Scheren. Auf dem Boden war schon ziemlich viel Blut und dann später, was ich gehört habe, dass das Mädchen sofort nach diesem Unfall gekündigt wurde. Für einen Auftraggeber ist natürlich das Risiko gering, wenn er mit Leiharbeitsfirmen tätig wird, weil dann sämtliche Umstände, die aus einem Dienstverhältnis resultieren können, wie Krankenstände, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld oder sonstige dienstrechtliche Problemstellungen, die werden vom Auftraggeber auf die Leiharbeitsfirma ausgelagert. Im Jänner 2021 kündigt Laif bei der Leiharbeitsfirma. Sein ehemaliger Chef ist wütend, weil er zur Arbeiterkammer gegangen ist. Und er droht ihm. Wenn du ein Mann bist, gehst du versuchen. Und dieses Satz hat wirklich eine große Bedeutung bei uns. Weil das ist gefährlich. Das heißt, leg dich nicht mit mir an. Dann kriegst du was Schlimmes von mir. Einige Monate später gerät Hygiene Austria in Bedrängnis. Bei einer nächtlichen Hausdurchsuchung im März 2021 stößt die Exekutive auf unterkellerte Betriebsstätten und Masken, die nicht made in Austria sind, sondern made in China. Die Finanzpolizei vermutet Lohn- und Abgabenbetrug. Neben Leiharbeitsfirmen hat der Maskenproduzent auch eine Security-Firma beauftragt. Es ist sehr oft, dass wir dort, wo illegale oder kriminelle Beschäftigung stattfindet, die sogenannten Aufpasser haben. Und deshalb wird auch die Tätigkeit der Finanzpolizei in diesem Bereich insofern erschwert, dass dort Hochposten oder Beobachter sind, die versuchen, wenn die Finanzpolizei wo auftritt, hier die illegal Beschäftigten entsprechend zu warnen, damit wir unseren gesetzlichen Auftrag dann nur mehr erschwert durchsetzen können. Nach dem Ausstieg von Lenzing ist Palmers Alleineigentümer von Hygiene Austria. Gegenüber dem ORF wird betont, dass kein Leihpersonal mehr beschäftigt werde. Für die Leiharbeiterentlohnung wären ausschließlich die beauftragten Leiharbeitsunternehmen verantwortlich gewesen. Mehrere Subfirmen sind mittlerweile insolvent. Daher konnten sie ausständige Gehälter auch nicht nachzahlen. Hygiene Austria, der Erstauftraggeber, haftet nicht. So sieht es das Gesetz vor. Der Auftraggeber, also das auftraggebende Unternehmen, ja, muss Verantwortung dafür übernehmen, welche Firmen da beauftragt werden, welche Firmen da ausgesucht werden. Das heißt, diese Verantwortung kann nicht einfach abgegeben werden. Ausstehende Gehälter gab es en masse. Mehr als 100 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer konnten nicht bezahlte Löhne mittlerweile aber einklagen, mit Hilfe von Interessensvertretungen. Die Gelder wurden erkämpft und vom Insolvenzentgeltfonds ausbezahlt. Ich habe keine Angst. Ich komme aus dem Irak. Schlimmes alles, was ich erlebt habe, sehe ich nicht mehr eigentlich. Wir sind in Österreich, es gibt da ein Gesetz. Und wir haben das Geld im Sommer 2022 bekommen.
Steady Global Partners, Laifs ehemalige Firma, wurde im Juni 2022 liquidiert. Das Finanzministerium führt sie in der Liste der Scheinfirmen. In Wiener Neudorf laufen bis heute Masken von Hygiene Austria vom Band. Trotz der Skandale hat das Geschäft nicht gelitten. Laut amtlichem Firmenbuch wurden Millionen Gewinne eingefahren. Bevor das Unternehmen in die Schlagzeilen kam, bedankte sich der damalige Kanzler. Danke, dass ihr angepackt habt, Mut bewiesen habt, schnell wart und sicherstellt, dass jetzt eine Produktion Made in Austria möglich ist. Die Bauwirtschaft, oft im Visier der Finanzpolizei. Wie es so einen schönen Buchtitel gibt, die im Dunkeln sieht man nicht. Und die Aufgabe der Kontrollbehörde ist es, also die aus dem Dunkeln ins Licht zu zerren. Aber das gelingt heute leider in den wenigsten Fällen. Franz Kurz im Jahr 2005. Schon damals dem Steuer- und Abgabenbetrug sowie der Ausbeutung auf der Spur. Welcher Firma? Apollo Torbau. Na dann alle drei? Dann kommt's gleich mit. Ich suche da eine Firma, da soll eine Firma sein. Aufmachen Finanz. Wo ist eine Baustelle, wo es recht viel Link gibt? Jetzt ist es spät, jetzt müssen wir früher kommen. Wir kontrollieren jede Firma. Es sind mir im Laufe meiner beruflichen Tätigkeit immer wieder Fälle untergekommen, wo also die Dienstnehmer bei einer Befragung überzeugt ausgesagt haben, dass sie Vollzeit angemeldet sind. Eine Kontrolle durch die Behörde hat dann ergeben, dass oftmals am Vormittag Anmeldungen durchgeführt wurden und bereits am selben Tag, am Nachmittag, wurden sämtliche Dienstverhältnisse wieder storniert, ohne dass die Arbeitnehmer darüber überhaupt in Kenntnis gesetzt wurden. Betrug mit Subunternehmerketten, Schwarzarbeit und Massenquartiere sind lange bekannt. Also die Massenquartiere, die wir kontrolliert haben in meiner beruflichen Vergangenheit, die sind also überwiegend in der Bauwirtschaft gelegen gewesen. Und da waren also in Kleinräumen Stockbetten, wo 8, 10 Personen bei 40 Grad und mehr im Hochsommer dort nächtigen mussten. Da schaut die Welt schon anders aus, ne? Heute sei auf großen gewerblichen Baustellen sehr oft ein kompliziertes Geflecht an Subunternehmen tätig. Darunter auch immer mehr Scheinfirmen. Es ist so, dass in diesen Scheinkonstruktionen Dienstnehmer zu Hundertschaften teilweise in Subfirmen ausgelagert werden. Und in dieser ersten Subkette findet die kreative Lohnverrechnung statt. Oft werden Ausländer mit fehlenden Deutschkenntnissen geringfügig angemeldet, obwohl sie täglich mindestens 8 Stunden arbeiten. Einen Teil des Gehalts bekommen sie schwarz. Ein großer Teil ist natürlich auch jener Bereich, wo wir minder qualifizierte Mitarbeiter im Hilfsbereichstätigkeit haben, wo auch immer wieder der Verdacht hervortritt, dass hier auch die Leute unterentlohnt werden und dass hier meistens auch diese Leute auch ausgebeutet werden. Bei einem niedrig qualifizierten Mitarbeiter ist es oftmals so, dass sie sich das gar nicht aussuchen können. Die werden als geringfügig Beschäftigte angemeldet. Das heißt, sie sind nur unfallversichert. Es wird dort keine Krankenversicherung bezahlt und auch keine Pensionsversicherungsbeiträge entrichtet. Insider vermuten, dass überhöhte Rechnungen die Schwarzgeldkassen füllen. Kapital, das unterschiedlich zum Einsatz kommt. Diese Gelder, die sie benötigen für diese kreative Lohnverrechnung, ich nenne das immer die Kriegskasse, weil da nicht nur die Schwarzlöhne drinnen sind, sondern auch Entnahmen von Geschäftsführern, auch Spiergelder etc. Diese Gelder werden generiert durch Scheinrechnungen und am Ende der Kette wird das Geld immer bar behoben. Also, und das ist für uns jetzt die Herausforderung, diese Kette auch darzustellen, weil wir sonst diese Barzahlungen nicht zuordnen können, wo das eigentlich hinfließt. Die Schattenwirtschaft schädigt den Staat jährlich um Milliarden und erleichtert die Ausbeutung von Arbeitskräften. Die Herausforderungen sind groß. Auch die Pandemie hat gezeigt, diese Scheinfirmenentwicklungen nehmen massiv zu. Und deshalb sind wir schon massiv gefordert, diesen
will nicht sagen Flächenbrand, aber diese Entwicklung auch entsprechend, dieser Entwicklung auch entsprechend gegenzuwirken. Nach Österreich, um zu arbeiten. Tausende Gastarbeiter setzen diesen Schritt ab den 1960er Jahren. 80% der ausländischen Arbeitskräfte kommen aus Jugoslawien. 10% sind Türken, der Rest hauptsächlich Italiener, Griechen, Spanier und Nordafrikaner. Den größten Bedarf an ausländischen Arbeitskräften hat die Bauwirtschaft. Der boomende Arbeitsmarkt, die guten Verdienstmöglichkeiten am Bau und anderswo. Davon wurden Gastarbeiter angezogen. Österreichische Unternehmen konnten sie unbürokratisch anfordern. Vorausgesetzt, sie konnten nachweisen, dass derselbe Job nicht von einem Einheimischen ausgeübt werden kann. Man hat versucht, für die Gastarbeiter attraktiv zu sein. Nicht nur durch Verträge, durch Kampagnen, darf erinnern, ich heiße Kolaritsch, du heißt Kolaritsch, warum sagst du zu mir Tschusch? Einwanderung und Rassismus. Thematisiert auf Plakatwänden. Damit hat sozusagen die Wirtschaftskammer eine Kampagne finanziert, die im Grunde an die Solidarität appellierte. Das muss man sich einmal geben. Diese Solidarität schwindet Anfang der 90er Jahre. Ein neues Gesetz reduziert den Zustrom. Anlass der Krieg im ehemaligen Jugoslawien. Hauptzweck des neuen Gesetzes ist es, die Zuwanderung und den illegalen Aufenthalt von Ausländern in den Griff zu bekommen. In Zukunft können Fremde schneller und leichter abgeschoben werden. Hand in Hand gehen die neuen Regelungen mit dem Aufenthaltsgesetz, das die Quoten der Ausländerbeschäftigung regelt und Mitte nächsten Jahres in Kraft tritt. Umgesetzt und durchgeführt vom damaligen SPÖ-Innenminister Franz Löschnack. Heute arbeiten Millionen Menschen aus dem Osten Europas im Westen des Kontinents. Darunter rund 3 Millionen Rumänen und Rumäninnen, mehr als 100.000 von ihnen in Österreich. Wir treffen auf Familie Kessovan aus einer kleinen Siedlung in der Nähe der Stadt Turda in Siebenbürgen. 2 Söhne gehen nach Österreich. Wir sind von hier weg ins Ausland. In der Firma hat man uns nur den Vertrag zum Unterschreiben gegeben, aber mit uns wurde keine Schulung gemacht. Nichts haben sie mit uns gemacht. Es war eine Hoffnung, dass ich besser verdienen werde als hier. Wir haben Kleidung bekommen, aber die war für die Arbeit, die wir geleistet haben, unzureichend. Die Ausrüstung bot vor gar nichts Schutz. Einen Helm mussten wir uns im Geschäft kaufen. Stiefel haben wir bekommen, aber die waren in einem sehr schlechten Zustand. Ich habe für die Firma Lau gearbeitet, wo der Unfall meines Bruders passiert ist. Im Jahr 2021 geht auch Alexandros Bruder, Julian. Er ist letztendlich nach Österreich gegangen. Er ist 2-mal nach Hause gekommen. Und als er das 3. Mal gegangen ist, ich stand da vorne, wo jetzt der kleine Junge spielt. Da sagte mein Sohn mit einem Rucksack auf dem Rücken: Alter, pass auf dich auf. Das war alles, was er gesagt hat. Dann ging er fort. Der Unfall ereignet sich in Osttirol. Ein Nachbar wurde angerufen, der auch mit meinem Sohn dort war. Der hat mich angerufen und gesagt: Herr Emil, Julian ist tot. Ich konnte es nicht glauben. Nach dem Unfall bekommt die Familie Geld. Über 5.000 Euro. Das zeigt diese Übernahmebestätigung.
Laut Familie Kesovan seien diese Gelder von Arbeitskollegen Julians bei Lau gesammelt worden. Meinem Sohn, meinem Älteren, hat ein Lau-Mitarbeiter einen Umschlag mit Geld gegeben. Dokumente, ich weiß nicht genau, aber ich glaube die Sterbedokumente und seine persönlichen Dinge. Und er hat gesagt, begrabt den Toten und redet nicht mehr darüber, denn es wird alles bezahlt. Wir bezahlen. Rennweg am Katschberg im Norden Kärntens, die Zentrale der Lauforst GmbH. Im Dezember 2022. Die Firmenleitung nimmt Stellung. Wenn der Vorwurf im Raum steht, dass es hier sich um eine Art Schweigegeld handelt, dann ist das für uns nicht nachvollziehbar, weil jeder Unfall im Forst, ob tödlich oder nicht, wird von den Behörden vor Ort untersucht. Es ist vom Arbeitsinspektorat bis über die Exekutive alle an Ort und Stelle. Das wird behandelt wie jeder andere Verdachtsfall auch. Und da geht auch nichts mit einem mit Schweigegeld oder irgendeinem. Es sind transparente Verfahren, die von der Behörde geführt werden und die entsprechend auch in den Medien berichtet werden. Aber können Sie ausschließen, dass das Geld nicht auch an die Bedingung geknüpft war, eben nicht über diesen Unfall zu sprechen? Uns liegen keine Unterlagen vor, die das bestätigen. Kohler ist im Vorstand der Haslacher Gruppe. Die wird die Firma Lau im Jänner 2023 von Gründer Walter Lau übernehmen. Davor muss sich Kohler aber noch mit Fragen aus der Vergangenheit auseinandersetzen, etwa in puncto Arbeitssicherheit. Wir haben auch mit Mitarbeitern gesprochen, die letztes Jahr schon gearbeitet haben. Und die haben uns das bestätigt, dass es eine Einschulung gegeben hat, dass persönliche Schutzanzüge ausgefolgt worden sind, Schnittschutzhosen, die notwendig sind, Schuhe, die entsprechend notwendig sind und natürlich auch Helme. Und haben das auch vor Ort ständig kontrolliert, dass das auch tatsächlich getragen wird. Ein weiterer Vorwurf, der im Raum steht: Ein Lau-Mitarbeiter hätte nach dem ORF-Besuch in Rumänien bei Familie Kesovan angerufen und gesagt, es wäre ein Fehler gewesen, mit Medien zu sprechen. Ich habe dort nicht angerufen. Ich glaube nicht, dass ich kann jetzt auch nur für die Firma Haslacher sprechen und wir übernehmen die Firma ab 1.1. zu 100%. Das sind nicht die Geschäftspraktiken, die wir verfolgen. Das kann ich für Mitarbeiter von Haslacher zu 100% ausschließen. Und ich glaube, solange jetzt ist, ich habe mit der Familie nicht gesprochen, ich kann das auch für den Walter Lau ausschließen. Zurück bleiben Alexandro, der Bruder des Verstorbenen, Witwe Maria und der 5-jährige Sohn Ricardo. Der Traum vom Wohlstand durch Arbeit im Westen zerplatzt. Große Holzunternehmen, zahlungskräftige Firmen aus Österreich, aber auch internationale Multis wie Amazon oder Miam. Sie alle profitieren vom Wohlstandsgefälle innerhalb der EU, von der Armut in Osteuropa und auf anderen Kontinenten. Gewinne zu steigern, dieses Ziel lässt sich mit billigen Arbeitskräften leichter erreichen. Das wäre Aufgabe der Europäischen Union, zu sagen, wir haben unterschiedliche Volkswirtschaften mit unterschiedlichem Entwicklungsniveau, mit unterschiedlichem Ausbau des Sozialstaats. Welche politische Strategie braucht es, dass wir diese Länder rascher sozusagen an das Niveau der alten EU-Länder heranführen? Und solche Entwicklungsstrategien hat die Europäische Union im Wesentlichen nicht entwickelt, weil sie eben auch sehr beeinflusst ist von der Vorstellung, der Markt wird schon richten. In Rumänien sind die Folgen der Arbeitsmigration längst sichtbar. Eine davon sind viele verlassene Dörfer. Allein im Nordwesten des Landes gelten Dutzende als Lost Places.
Zurück bleiben die Alten, während die Jungen nach besserem Verdienst suchen. In der Land- und Forstwirtschaft, der Gastronomie oder der Pflege. Ganz klar ist auch, so diese Jobs, wie sie jetzt angeboten werden in dieser Form, die wird man aus vielen Gründen nicht mit österreichischen Staatsangehörigen füllen können. Zur Arbeitsmigration aus osteuropäischen Ländern kommt jene aus dem Nahen und Mittleren Osten. Rund 100.000 Asylanträge wurden im Jahr 2022 in Österreich gestellt. Die meisten von Menschen aus Afghanistan, Syrien und Indien. Zum Beispiel für viele Menschen aus dem globalen Süden gibt es einfach keine Möglichkeit, über ein legales Visum nach Österreich zu kommen. Wenn sie aber schon mal unter Anführungszeichen illegal einreisen, ohne gültigen Aufenthaltstitel, dann heißt das auch, sie werden häufig schwarz beschäftigt werden. Und da wiederum ist eben die Grenze nicht nur zur Arbeitsausbeutung, sondern ich würde sagen zur Sklaverei, zur modernen Sklaverei, wirklich eine fließende, weil die Personen ja auch überhaupt keine Argumentationsgrundlage haben, keine rechtliche Grundlage haben, auf die sie sich stützen können. Doch rechtliche Standards braucht es für alle in Österreich Beschäftigten. Auch Gesetze, die Unternehmen nicht aus der Verantwortung entlassen. Derzeit ist die Europäische Union noch viel mehr Wirtschaftsunion als Sozialunion.